Für mich sind Synchronizitäten eine der wichtigsten Formen, wie sich Leben gestaltet. Und so ist auch das Kairos Camp entstanden. Ich hatte die Vision, einen Ort zu erschaffen, oder besser gesagt, Räume zu öffnen, in denen Menschen zusammenkommen, in denen es super leicht ist, sich wirklich gegenseitig zu öffnen und in Verbindung zu treten und in denen man die Gelegenheit hat, seine Fähigkeiten zu testen und herauszufinden, welche Geschenke bringe ich als Mensch mit, die für andere einfach ein Wunder sind. Was wir hier machen, ist, wir öffnen Erfahrungsräume. In einem normalen Seminar ist es ja so, es gibt einen Sprecher, einen Trainer oder mehrere und die haben die ganze Zeit die Aufmerksamkeit und sagen, was gemacht wird. Und oftmals passieren die besten Gespräche, die besten Erfahrungen, aber in den Pausen und in den Übungen. Und die Leute, die kommen, haben oft so viel dabei, so viele Geschenke dabei. Und was passiert mit denen? Wir öffnen hier Räume, in denen Menschen die Räume so gestalten können, dass sie die Erfahrungen machen können, die sie machen wollen. Also sie fragen sich nicht, ja, was bringt mir denn das Seminar, was gibt es mir? Sondern sie fragen sich, was werde ich in diesem Raum tun, wo ich das erfahren kann, was ich erfahren möchte. Hallo, ich bin Silja und ich durfte hier beim Kairos Camp die Yogalehrerin sein. Ich habe hier 2 Yogastunden gegeben und es war unglaublich schön. Also das Kairos Camp ist für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Das hier ist nur der Anfang und es wird noch größer werden. Das garantiere ich euch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Die Vision der Kairos Camps ist es, dass erstmal deutschlandweit, überall in allen Gebieten, sich diese Erfahrungsräume öffnen, von Leuten organisiert, in denen Menschen zusammenkommen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Räume haben, um sich da zu entfalten, ohne dass alles von ein oder mehreren Trainern dominiert wird, sondern dass aus der Gruppe raus die Dinge entstehen können, die entstehen wollen und die Leute diesen starken Übertrag in ihr echtes Leben haben. Weil das, was die Leute hier selbst gestalten, das können sie danach auch im Leben gestalten. Und wir Menschen sind alle sehr feinspürig. Das heißt, wir spüren sofort, wenn wir mit einer Idee, einem Projekt, einem Menschen in Resonanz gehen. Und wenn du gerade genau das spürst und sagst, ja, genau das ist es, und du sagst, du möchtest gerne mal ein Teilnehmer sein, du möchtest gerne selbst ein Camp organisieren, du möchtest einfach gerne in Kontakt treten, dann bitte ich dich, tu das. Weil wir sind sehr offen für einen Dialog und wir sind ganz am Anfang. Wir brauchen Leute, die kommen, die mitmachen, die selbst gestalten. Und da freue ich mich schon auf den Austausch mit dir.